Guten Tag, ihr Verfechter maschineller Liebe. Herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Kapitel Jericho war das letzte, was wir gespielt haben. Und jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Kapitel. Chicken. Chicken Boy. Vertrag dich mit Lieutenant Anderson. Ich habe keinen Stress mit ihm. Er ist halt das Arschloch. Er soll sich mir soll sich bei mir entschuldigen und dann ist gut. Wahrscheinlich ruiniere ich ihm jetzt erstmal seine Freundschaften da hinten, wenn die Leute merken, dass er mit einem Android zusammenarbeitet. Der Gaul kann nicht richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja. Der lügt doch bestimmt. Pedro, arbeitslos. Lebensmittelhygiene-Lizenz abgelaufen 2031, abgelehnt 2031, zwei Monate später. Okay. Dass der Typ keine Vorstrafen hat, wundert mich ja fast schon. Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung, ja klar. Das war so klar. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Oh. Ich glaube, wir hatten einen etwas holprigen Start. Wir sollten das alles vergessen und neu anfangen. Was sagen Sie? Hey, ich habe ein Stück Plastik als Partner und ich komme damit klar. Aber wenn du glaubst, dass wir Kumpel werden, bist du so blöd, wie du aussiehst. Bitte sehr. Hamburger. Okay. Und XL-Limonade. Ananas Passionsfrucht. Ja, ziehst du rein, Mann. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Ich will auch so einen Hamburger bestellen. Gehen die so auf Eishockey ab? Vor allem ist es immer das gleiche Spiel. Guten Appetit. Guten Appetit. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Ich nicht. Ich bin ein Android. Ich werde nur immer erschossen. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Seine Frau ist mit einem durchgebrannt.
Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und das war echt bei der Aktion. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Ich würde die Wahrheit sagen, ich habe mich verklickt. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ja. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Befrage den Verdächtigen, da bin ich ja mal gespannt. Über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er... Federn von einer Felsentaube. Habe ich einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch und das... suchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Sollte es nicht eher andersrum sein? Sollte nicht der Android vorgehen? Ich meine, dafür ist er doch gebaut, oder nicht? Um die Menschen zu schützen. Was ist das denn hier so auffällig in die Ecke gestellt? Aber ich kann es nicht untersuchen. Was zur Hölle ist das denn? Felsentauben. Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst. Militärjacke, Secondhand, RT, irgendwas. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Mein Gott, was geht der auf Tauben ab? Ist ja wie Kevin allein in New York. Was haben wir denn hier Schönes? Urban Farms of Detroit. Okay. Felder im Herzen der Stadt. Prozent Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Okay, da ist aber bestimmt was hinter. War jetzt auch nicht so gut abgeklebt, das Loch hat man darüber noch gesehen. Thank you.
Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Na komm, beweg dich. Mein Gott, diese Vögel, ey. Junge. Verdächtiger versorgt wilde Tiere, ja ach. Hier ist auch dieses Symbol. Rupert Travis, Echtheit. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Androidenblut. Als vermisst gemeldet. Ah, und da liegt sein komischer, seine CPU-LED. Deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißlauben nicht ertragen. Na, Ralphie? Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Geheimnisvoller Textmarker, Farbe Mitternacht. Kürzlich umgestoßen Spugel von Vogelfäkalien. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ins Wohnzimmer gerannt. Ach so, als er uns gehört hat. Er war gerade am Schreiben und dann hat er uns gehört und ist weggerannt. Das war das Geräusch, was wir gehört haben. Okay. Vogelfutter. Was ist nicht? Dieser Irre hat tatsächlich... Spuren von Vogelfäkalien, Handabdruck. Metallhaken. Und frische Spuren. Er ist wahrscheinlich umgeschmissen, genau. Verdächtiger ist zur Haustür gerannt. Ich habe gehört, wie wir reingekommen sind. Der Verdächtige ist noch hier. Okay, also er kam da aus der Küche. Und dann ist er da oben reingeklettert. Ich werde gefüttert. Verdächtiger ist nichts. Warum hat er da einen Kühlschrank hier stehen? Kann sich doch eigentlich auch sparen. Mein Gott, sind das viele Tauben. Also, hoch hier. Diese gottverdammten Dreckstauben.
Worauf wartest du noch? Hinterher! Aiden Pierce. Einfach aber langsam, schnell aber riskant. Ich hätte mich jetzt irgendwie entscheiden müssen, glaube ich, aber ich habe irgendwie... So schnell konnte ich gar nicht reagieren, um zu begreifen, was er davon wollte. Was? Ich kann doch jetzt nichts auswählen hier. Hab ich nicht. Nehmen wir den gefahrlosen Umweg. Na, wo sind wir denn hier gelandet? Gleich. Ach du Scheiße. Ja, alter Mann, kommst nicht hinterher, wa? Er ist ein bisschen Terminator-mäßig, ne? Gute Connor. Geh doch. Wo kommt er auf einmal her? Na komm her. Scheiße! Oh Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Ja, Softwareinstabilität und so habe ich sie doch erhöht bei ihm. Connor. Nichts. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn fallen lassen soll, weil ich ja ihn halt wirklich als eiskalten Androiden spielen wollte. Aber ich dachte mir, letztendlich ist er halt ein Androide, der sicherlich auch darauf programmiert ist, seinen Commander, Leutnant, was auch immer, zu retten und zu beschützen. Und darum habe ich ihn dann letztendlich auch nicht fallen lassen. Also, das war das Kapitel Das Nest. Da gab es auch nochmal jede Menge Kram hier vor. Tagebuch finden. Stuhl untersuchen. Da hätte es noch mehr zu untersuchen gegeben. Rupert finden. Es gab tatsächlich die Option, ihn nicht zu finden. Aber 99% haben ihn gefunden. 87% haben ihn eingeholt. 66% haben Hank gerettet. Und bei 75% ist Rupert entkommen. Na gut, also wir haben Hank gerettet. Ist schon okay so. Das war das Kapitel Das Nest. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht's hier weiter. Adios.